Hey, Leute, was geht's hier? Hier ist wieder euer erfrorener Crush. Vorderflicke den einen zurück. Let's play. Spätikus vor. It's a time. Ja, lass uns schnell mit diesem Level weitermachen, bevor wir hier noch erfrieren. Bei 11. Dimension 1954 eingeschneit. Los geht's. Hattest mich zwar verrannt, aber in der Vergangenheit konnte ich deinen Untergang planen. Du findest mich auf dem Berg. Erfrier nicht unterwegs. Wow, eure Beziehung scheint stark belastet zu sein. Wie viele Male habt ihr diesen Clown schon besiegt? 3. Echt? Nur 3? Komisch, ich dachte mehr. Ja. Aber ja, es war wirklich nur 3-mal. Gut, hier sind sonst keine weiteren Kisten. Oh, da rutscht man sogar. Oh. Jetzt nutzen wir auch die Macht der Zeitmaske, um die Zeit zu verlangsamen, hä? Ich glaube, ich weiß auch warum. Ich meine, come on, sieht sich das einer an. Das ist ja voll lächerlich gerade. Oh. Oh. Können wir ganz schön krass damit arbeiten. Er ist ja wie Chaos Control von Shadow the Hedgehog. Aber sowas von. Okay, und natürlich ist hier wieder Schlittern angesagt, so wie wir es von Crash 2 kennen. Bei der Eiswald. Da. Uff. Sogar wenn schon die Kisten erscheinen, kann man hier. Ah! Das blöde Eis! Dieses blöde Eis hier ist echt schwierig. Ich frag mich, ob man auch. Ey! Warum hast du so viel Schwung? Was soll das? Toll! Da muss mir das auch noch passieren. Ach du Scheiße. Sind das eigentlich Zombies oder warum läuft der so komisch herum? Ich konnte da wirklich nicht abbremsen, der Luftfeuer. Alter Schwede. Ja, wenn man auf Eis läuft, dann sollte es einen nicht wundern, dass es hier abgeht, wie ein Zäpfchen. Das war beinahe wieder schief gegangen. Was schießen die denn bitte? Schwertfische? Ich Idiot! Ich hätte noch Zeit gehabt. Da ist ja wirklich sind ja wirklich Zeitstopps hier angesagt. Da muss man wirklich aufpassen. Huh. Ah, ist da oben noch was? Ich glaube mal nicht. Hm. TNT-Kiste bitte. Schnell rüber da. Ich würde mich nur umgucken, aber vergesse dabei, dass diese Plattform abstürzen kann. Also einstürzen kann hier. Okay, der nächste Bonus. Was ist hier angesagt? 33 Kisten gibt es sogar da. Oh, damit können wir sogar über Nitro-Kisten drüber rennen währenddessen. Oh Mann. Wow.
aber da muss man schon schnell sein. What the hell? Aber okay, interessantes Konzept hier mit den der Maske. Dass man. Vorher konnte man nur über Nitro-Kisten drüber schleichen als Fähigkeit bei bei Zorn des Cortex, den ehemaligen vierten Teil. Was sollte das jetzt? Ach du Scheiße, ey. Also manchmal, ich weiß nicht. Da passt es mit dem Schwung nicht. Um darüber zu gelangen. Wie wär's, wenn... So. So will ich das sehen. Ach nein, das ist sogar noch so eine... Ist das eine Metallkiste überhaupt? Oder ist es eine, die man... Ist eine Metallkiste, ne? Ach du Scheiße, das muss ich auch noch irgendwie machen. Uff. Shit, ey. Was soll das? Ich konnte mich nicht halten! Jetzt muss es ja auch noch, nachdem ich runterrutschen! Scheiße! Ich bin leider immer noch ein bisschen aggro hier. Ja, toll, auch das noch. Ich werde auch noch davon gekillt. Beim letzten Part ging es ganz schön drunter drüber. Wenigstens hat es sich dieses Mal gelohnt und das Kistenjuwel konnten wir erlangen. Wir mussten nämlich den einen Level vom vorletzten Part nochmal bestreiten in der Dingo-Teil-Perspektive. Und ich kann euch sagen, what the fuck? Haben sich die Entwickler nur bei gedacht? Aber ich liebe es, diese Zeitreise dafür sorgt, dass man durch diese Nitro-Kisten kommen kann hier. Wieso springst du bitte da drüber? Du solltest da rauf! Fuck that shit. Meine Fresse, ey. Scheiße. So. Nach. So und bumm. Und jetzt noch das hier. Falscher Knopf. Shit. Shit. Alter. Uff. Nein! Das darf doch nicht was. Jetzt come on! Bei dieser Eisfläche, da ist es schwer, da einen richtigen Schwung zu erreichen. Dass man nicht rüberspringt übers Ziel. Ihr merkt es, weil es sieht so aus, als würde ich das mit Absicht machen. In Wirklichkeit ist dem nicht so. Ich versuche die ganze Zeit hier einfach nur da... Ich habe wirklich versucht, da drauf zu landen. So, weg mit dieser scheiß Nitro. Ach, verdammt, zu spät. So, come on. Nein, ich Idiot. So, bitte. Ach. Shit. Oh, man. Oh, man, oh, man. Aber ich hab alles. Ich hab alles. Oh.
fucking hell! Es tut mir leid, dass ich da jetzt mal das Pausenmenü aufrufe, weil das mal will ich bestimmt nicht. Was zum Fick? Ich hatte halt Angst vor dem Zombie hier. Ich hätte einfach nur drauf. Ich hätte irgendwie drauf springen können, weil die haben halt eine große Hitbox, was das betrifft. Okay, macht einfach jemand das Schiff kaputt. Ey, Moment, was zum. Was sollte das denn jetzt? Hey, wieso komme ich da nicht hoch? Was ist? Jetzt gehe ich aber langsam wirklich Game Over da, oder was? Na also! Dann schaffe ich es nicht da raus! Das ist scheiße! Einfach nur auf den Schatten irgendwie achten. Alter! Ja, ich könnte deine Hilfe wieder gebrauchen wahrscheinlich. Ja, genau deswegen. Achtung, und jetzt! Eisfläche. Ich hoffe, oberhalb war wieder nichts, dass ich hätte rechtzeitig springen müssen. So, check the point. Und weiter ein Programm. Ja, das fällt zusammen, das ist klar wie Klosbrühe. Oh, und schon wieder so ein Rückblendenband und ich bin 7-mal vorher gestorben. Ich krieg wohl, glaube ich, keins mehr von denen. Bis zum Ende des Spiels. Also bis zum normalen Ending. Oh! Da wirst du auf Eis gelegt, buchstäblich. Tiefgekühlter Bandicoot. Da ist auch noch was tiefgekühlt hier. Hä, ist das? Och nein, das ist Polar. Der kleine Eisbär. Oje, armer kleiner Kerl. Ihn hat's auch noch erwischt. Und das geheime Juwel! Yeah! Baby, baby! Oh nein! Verpiss dich! Was hat er da gemacht? Hat er sich hier ein Feuerchen gemacht? Nein, Moment. Ach nein, das ist ein Pinguin! Ich dachte, das wäre der kleine, kleine Eisbär, den wir immer genutzt haben. In Crash Bandicoot 2. So, bitte sag mir, dass da hinten nichts wäre. Dann lasse ich das jetzt sein. Bevor ich mir noch weiteren unnötigen Ärger mache. Und ich glaube aber, da hinten ist was. Das will ich gerne mal auschecken. Und ja, das habe ich nicht bereut. Schau ihn mal an. Okay, wir haben den Level bald hinter uns, hoffentlich. So, ich darf mir darf also jetzt nicht vergessen, beim Checkpoint, wenn ich wieder dazwischen abkratze, nochmal da zurückzugehen. Time Travel! Okay. So, ist sonst nichts? Okay. Und BAM! Der sieht auch so lustig aus, wie er wegfliegen muss. Ja, Baby! So.
Oh nein! Nein! Kurz vor Check! Das darf nicht wahr sein. So kurz vom Checkpoint schon wieder. Ihr wollt mich wohl sowas von verarschen. Das ist doch Bullshit. Nein. Oh nein, ey. Oh mein Gott. Hab ich mich beinahe wieder beim Sprung verkalkuliert. Spring doch da hoch. Gott, jetzt muss es ja auch noch da festhängen. So. Lass deine Kugel sein. So. Das ist ja immer nicht ganz so schwer, da hochzukommen. Da oben fühlt man sich sicherer. Jetzt aber! Ach so, okay, jetzt in 3D das Ganze. Alter! Ja komm, bleib doch nicht hängen, wenn ich darüber rutschen möchte, um es schnell zu machen. Na? Auch das noch. Ja, das war dumm von mir. Das war so dumm von mir. War wirklich sowas von dämlich. Come on. Jetzt! Bleib da doch nicht hängen! Wie sieht da... immer hängen bleiben muss. Das war zu erwarten, weil sie da ständig hängen bleiben muss. Boah, das ist aber jetzt heftig gemacht. Da muss man gleich sofort springen, irgendwie. Die Stelle ist ja echt gemeingefährlich. Okay. Das wär's, immerhin. Boom. Oh Mann. Wie soll ich den denn jetzt? So, jetzt war. Oh ja. Der rettende Checkpoint. Puh, da könnte sich auch wieder was verbergen. Möchte mal drauf wetten. Oder da hinten. Aha. Ah, rutschig. Und deswegen auch tödlich. Cool. Alter, bloß aufpassen hier. Schön stehen bleiben. Dann kann auch nichts passieren. Da bin ich hergekommen, ne? Bei dem Boot. Auf dem Boot ist man fast schon am sichersten. Als auf diesen ganzen Eisblock. Boah, wenn man da rutscht, ist der Sprungphysik so aus dem Konzept, dass... dass es zum Herausreifen ist.
Man bleibt da wirklich auch nur sehr schlecht in der nur sehr schlechte Luft steuern. Ich könnte kotzen! Noch! Uff. Ich weiß echt nicht, wie es so manche da so gut ohne Probleme durchschaffen. Ich bin anscheinend wirklich so ein extremer Noob, dass es echt nicht mehr geht. Oder warum kriege ich das nicht gebacken hier? Ist es wirklich... Bin ich hier wirklich so sauschlecht oder das Spiel ist einfach nur extrem? Wie es eigentlich für Crash prädestiniert ist. So, da muss ich jetzt rüber gelangen. Da muss ich in jedem Fall hin. Au, ruck! Yes! Baby! Und jetzt noch... Oh, Mann. Okay. Oh mein Gott, ich hab's tatsächlich geschafft. Ja! Der Rettungsschwimmring würde mir da auch nichts helfen bei dem kalten Wasser hier, ne? Ich glaube, da sind wir uns alle einig, was das betrifft. So, rauf aufs Schiffchen. Ach nein! So, einfach nur aufs Boot drauf. So wäre es eigentlich, so hätte eigentlich ablaufen müssen. So. Wie das hier noch weitergehen wird. Na komm, lass mal's. Okay. Okay, nur noch 7 Kisten. Hoffentlich sind die 7 alle Nitro. Was? Ich glaube, ich spinne. Habe ich wieder... Bin ich bei den einen, wo ich gefailt habe, doch noch vergessen? Als ich zuletzt gefailt habe bei der Stelle? Oder was? Alter, warum bitte? Ach Mann. Es ist so ein Bullshit. Nichts als Bullshit. Ich meine, wozu gehe ich mir überhaupt die Mühe? Wozu? Hä? Ja, danke. Danke. Ich soll so cool bleiben? Meinetwegen. Dann bleibe ich halt irgendwie cool. Ich muss ja sowieso weitermachen bei dem Spiel. Ob es mir gefällt oder nicht. Ja, und ich hoffe, euch hat es auch wenigstens gefallen.
trotz dieser Scheiß-Fails. Und mit dem soll ich Daumen nach oben und Kommentar nicht vergessen. Dann auf Wiedersehen und tschüss und bis zum nächsten Part von Let's Play Crash Bandicoot 4 It's About Time. Also, ciao!